Das Wochenende naht und manch einer ist sicherlich dankbar, dass es jetzt die Woche zu Ende geht, sagen wir es mal so rum. Denn man konnte es ja als Bulle zumindest mal, als Halter von Aktien, der auf die Aufwärtsrichtung spekuliert hat, nicht unbedingt mit Freude angucken, was der Markt hier gemacht hat. Es ging doch deutlich nach unten. Der Index hat es gezeigt. Die letzten Stunden allerdings eher wieder nach oben. Das ist wenigstens ein bisschen ein Hoffnungsschimmer, den wir da haben. Immerhin der DAX hier. Kurz vor Wochenschluss hatte hier noch mal einmal ein neues Tief gemacht. Also wir sehen, er ist hier noch mal in diese Zone hier eingetaucht. Mal sehen, was wir davon haben werden. Bis jetzt muss ich allerdings sagen, Schnellcheck. Ich gucke ja mal ganz gerne mal auch schnell drüber. Hier lag das Tief. Dann hatten wir eine Aufwärtsbewegung, mindestens mal bis dahin. Wenn ich mir die aber angucke, auf den ersten Blick würde ich nicht sagen, dass das mehr als drei Wellen sind. Also insofern scheint das typisch korrektiv zu sein. Natürlich, boah, es kann doch noch weitergehen. Ja, dann sind wir doch fünffällig. 1, 2, 3, 4, 5, völlig zu Recht. Aber dann wären wir überschneidend. Dann hätten wir ja diesen Rücksetzer und diesen Rücksetzer mit Kursüberschneidung. Also dieses Tief ist niedriger als das vorangegangene Hoch. Also auch nicht so richtig toll. Eigentlich können wir es drehen und wenden, wie wir wollen. Richtig geil ist das im Moment nicht. Es ist nicht unmöglich, dass das passiert. Es ist nicht unmöglich, dass der Kurs hier nach oben kommt, massiv. Aber so richtig der Burner ist das aktuell noch nicht. Aber was gucken wir uns den DAX an? Gucken wir doch mal, was die Amerikaner schaffen. Und die Amerikaner haben so ein bisschen ein Revival jetzt. Seit heute Morgen schon ging es ja so halbwegs nach oben. Und der Teil gefällt mir eigentlich gut. Denn das ist anders als beim DAX. Wenn ich mir das angucke, schaut es euch mal an. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Das ist etwas, was ich klassischerweise als einen echten Impuls gerne sehen mag. Also nochmal, guckt euch das an. Von hier war das Tief, hier war das Hoch. Jetzt gucken wir uns die Bewegung an. Wir hatten eigentlich hier einen Rücksetzer, einen größeren, und wir hatten hier einen größeren Rücksetzer. Dazwischen ging es steil, am Ende ging es steil und vorne ging es steil. Das ist dieser klassische Fünffäller. Das ist also so ungefähr das. Das ist überlappungsfrei. Ihr seht, dass dieses Tief weit weg ist von diesem Hoch. Der Dow ist also aktuell hier als YM, das ist der Future da drauf, ist also anders als der DAX, was dieses Teilstück hier angeht, auf jeden Fall impulsiv unterwegs gewesen. Und damit ist eine neue Richtung zumindest mal vorläufig angedacht. Das Ganze, nachdem wir ein bisschen tiefer waren, also wir haben jetzt mit ein bisschen Liebe meine Box hier, die grobe Box um diese gelbe Marke erreicht. Also, naja, kann schon jetzt zu Ende gehen. Es wäre also denkbar, gute Nachrichten, dass wir damit vielleicht sogar schon, ich will noch nicht zu den Tag vor dem Abend loben, aber dass wir vielleicht schon den ersten Anstieg gesehen haben, der jetzt den Markt tatsächlich hier nach oben weiterbringt. Wir wären zwar noch sehr weit oben in dieser Box, aber ich sag mal, alles gesehen, was muss, ob es nochmal tiefer geht, müssen wir nochmal abwarten, geht. Abwarten müssen wir aber nicht tatenlos, können wir uns dann angucken, was hier passiert. So, was müsste passieren? Um mich richtig bullisch zu stimmen, möchte ich eigentlich nach diesem Fünffäller, der Teil, der gefällt mir sehr gut, hatte ich ja schon gesagt, jetzt wäre es klasse, wenn wir hier etwas haben, was dreiwellig ist, also was irgendwie so aussieht. Wenn wir jetzt genau hingucken, so bis jetzt diese Abwärtsbewegung, einmal runter, dann ging es hoch, dann ging es nochmal runter, die ist doch dreiwellig. Also tatsächlich haben wir hier das, was ich gerne mag. Wir haben vorne einen Fünfweller, wir haben hinten einen Dreiweller. Ich muss dazu sagen, irgendwas zu maulen ist immer. In diesem Fall wäre das, was ich anbringen würde. Ich mag es lieber, wenn diese Korrektur nicht so schnell ist. Die ist jetzt relativ schnell gewesen, relativ kurz. Ich habe da immer so diese, wir sagen dazu Spiegellinie oder den Slope-Indikator hier. Also das ist dieser Steigungswinkel des Anstiegs gewesen. Das ist der Anstiegswinkel oder der Abstiegswinkel. Und dann sehen wir, das Ende dieser Korrektur, falls es überhaupt das Ende ist, wäre doch sehr weit unterhalb dieser Linie. Das heißt, die Zeit ist relativ kurz. Man könnte es auch anders darstellen. Man kann sagen, das war die Dauer der Korrektur im Vergleich zur Dauer des Anstiegs. Und das ist eigentlich kein so schönes Verhältnis. Ich hätte mir jetzt eher gewünscht, also die Höhe ist schon in Ordnung, dass wir vielleicht so etwas haben, dass wir in etwa so gehen, vielleicht auch ein bisschen mehr, dann passt das ein bisschen besser von den Verhältnismäßigkeiten.
Ja, also das wäre mir lieber gewesen, das haben wir bekommen. Ihr seht schon, das ist ein deutlicher Unterschied. Aber da kann man jetzt natürlich fragen, muss er denn immer so pingelig sein? Es ist ein kleiner Abzug in der Lesart. Es erhöht ein bisschen die Gefahr, dass das noch nicht die fertige Korrektur ist, dass die Korrektur eigentlich hier noch fortgesetzt wird, dass wir also vielleicht noch irgendwie sowas noch bekommen. Die Gefahr ist noch gegeben, aber hey, auch dann wäre eigentlich, aber der Teil ist doch super. Wann wäre mein bullisches Bild kaputt? Das bullische Bild wäre nicht mehr so glücklich, wenn wir diese 78er Marke erreichen. Ihr wisst ja, dieser Rücksetzer ist klassischerweise so 38 bis 61,8. Da sind wir reingelaufen. Insofern, bis jetzt sieht das herzallerliebst aus. Wenn es unter die 61 noch geht, ja, das geht auch noch, aber es wird immer doofer. Wenn wir hier durchgehen durch diese Marke, dann ist für uns sowas wie, nee, dann lass mal sein. Wenn das wirklich so toll ist, warum muss der Markt so tief runter? Aber noch sind wir das nicht. Aber für euch jetzt schon mal vorzumerken, bullisches Bild, solange wir oberhalb dieser Marke sind, 33.500 in etwa, beim Future jetzt gemessen, ist die Welt noch in Ordnung. Allerdings jedes Mal, wenn wir hier tiefer gehen, wird es ein klein bisschen weniger wahrscheinlich. Aber solange wir oberhalb dieser Marke bleiben, ist die Welt okay. Darf man nicht maulig sein, dass wir vielleicht sogar den Durchstarter bekommen und jetzt uns auf dem richtigen Weg hier nach oben machen können. Zumindest mal beim Dow Jones ist das eine Option. Aber einen kleinen Warnhinweis noch bitte, jetzt noch nicht ganz blauäugig sein im Sinne von, es kann ja nur nach oben gehen, sagt der alte Mann hier ja auch. Nee, es ist auch noch denkbar, dass diese Korrektur sich noch mal ein bisschen fortsetzt. Denkt daran, dass diese Zeit ein bisschen passender ist. Das ist nur ein Indiz, das ist kein Beweis, das ist nicht, das geht nicht, das darf nicht. Es ist nur etwas weniger wahrscheinlich, wenn das zu kurz ist. Ja, aber das kann durchaus auch passieren, das haben wir auch in der Vergangenheit häufiger mal gehabt, dass es dann in den Korrekturen teilweise sehr schnell geht, aber es ist halt, wie gesagt, nicht das favorisierte Bild. Der S&P ebenfalls nochmal nach unten gegangen, ein tieferes Tief, wir haben ja hier gestern schon drüber gesprochen, es war sogar im Trade des Tages, Schub runter, wackelig hoch, die Fortsetzung. Wenn ihr solche Sachen haben wollt, dann seid ihr bei Born for Trading sowieso richtig, falls ihr das sowieso schon habt. Ansonsten meldet euch an, beziehungsweise beim Trade des Tages, dann könnt ihr die Sachen, bekommt ihr eine Nachricht, da gibt es wieder eine neue Trading-Idee. So, das ist die alte Geschichte gewesen. Was können wir jetzt mit dem anfangen? Auch hier ist es eigentlich relativ gut, der Aufstieg. Allerdings fand ich das beim Dow schöner, was diese Wellenverteilung angeht, ein bisschen klarer. Aber zur Not kann man sagen, naja gut, der und der, die sind nicht gleich groß, aber das ist schon okay, das kann man geltend machen. Also insofern dieser hier und vielleicht dieses hier, das wäre schon durchaus passend als Korrektur. Und dann wäre das jetzt hier, also nach dem ersten Anstieg, dass die Korrektur, auch das dreiwellig. Ihr seht aber auch, das ist sehr kurz gewesen, sehr schnell. Das ist so ein bisschen das Makel dieser Bewegung. Ja, achtet mal da drauf. Auch hier könnt ihr das mit diesen 78er Marken. Das ist ein Indiz dafür, wenn es da drunter geht, ist es nicht mehr ganz so wahrscheinlich. Das hängt ein bisschen damit ab, dass diese Rücksetzer, die haben gewisse Wahrscheinlichkeiten, wie häufig sie fortkommen. Das ist sehr idealisiert, die Kurve. Die sieht ganz anders aus. Aber ganz grob dargestellt sieht sie so aus. Und dann seht ihr, diese Fläche ist sehr klein. Das heißt, die Chance erste, das ist die Korrektur und danach weiter, die nimmt immer mehr ab. Die Fläche ist sehr, sehr klein hier unten drunter, dass dieser Dreh dann noch passiert und das wirklich massiv nach oben geht. Ja, nicht unmöglich, aber es ist halt weniger wahrscheinlich und deshalb nicht mein favorisiertes Bild. Wenn, dann sollte er idealerweise jetzt das schaffen oder eben nochmal einmal tiefer gehen und dann halt nochmal neu anfangen, ist auch in Ordnung. Wir dürfen eins nicht vergessen. Aktuell im 4-Stunden-Chart, das hier, Schub runter, A, B, C hoch. Das war ja das, was wir angesprochen hatten. Es kann auch sein, dass das jetzt nur eine Korrektur ist und dann kriegen wir noch die fünfte Welle. Und anschließend geht der Kurs nach oben, ebenfalls sehr realistisch. Und ich muss fast sagen, ich würde mich nicht wundern, wenn dieses Bild erstmal passiert. Also wir sogar noch mal einmal etwas tiefer gehen. Warten wir es ab, guckt es selber an. Ihr wisst ungefähr, an welchen Marken man das erkennen kann. Achtet natürlich auch auf das Verlaufsmuster. Machen wir noch abschließend einen kurzen Blick auf den Nasdaq. Der ist ja ebenfalls deutlich nochmal nach unten gekommen. Auch das alles in Ordnung. Auch die Größe bis jetzt ist in Ordnung. Ich weiß, viele ärgern sich darüber und sagen, wow, das kann doch nicht sein, der hat jetzt 7% verloren. Ja, das ist schon richtig. Aber diese Größe, diese
grüne Linie symbolisiert die gleiche Größe wie dieser Rücksetzer hier. Das heißt, das, was wir hier hatten und das, was wir hier haben, das ist gleich groß. Das ist also noch nichts Außergewöhnliches. Aber so langsam, aber sicher wäre ein Dreh auch ganz gut. Ja, darf auch ein bisschen unterschießen in dem Fall. Aber was er nicht mehr machen sollte, ist, er sollte nicht mehr da drunter gehen. Das wäre spätestens gar nicht so ein schönes Zeichen mehr. Ja, wenn er jetzt anfängt, so langsam aber sicher zu drehen auf aktuellem Niveau, wäre das alles noch völlig in Ordnung. Also noch kein Grund, wirklich Panik zu haben. Wenn er weiterfällt, wäre ab hier, naja, Panik ist ein blöder Begriff an der Börse, aber 14.030 sage ich jetzt mal, 40, ich weiß nicht, da ist genau das Hoch hier, oder 70 ist es sogar, müsste genau notfalls nochmal gucken. Aber so um die 100er Marke und drunter, wenn er da nochmal drunter geht, die 14.000 oder sogar diese komplett dann bricht, da muss man sich die Frage stellen, oh, schade, das ist nicht so schön, was er da macht, denn damit stößt er ein komplett anderes Bild auf, was eben diesem bullischen Bild erstmal nicht mehr entspricht. Heißt nicht, dass es nicht weiter steigen kann, hier hat er das durchaus ja auch schon hin und wieder mal geschafft, aber es wirft zumindest mal dann doch Fragezeichen auf und ist dann die Frage, soll man das dann handeln, ja oder nein. Also mein Fokus gilt der Chance für den Dreh. Bei den Indizes, die ist aktuell gegeben. Vielleicht erleben wir es vor dem Wochenende noch ein bisschen. Ich würde euch auf jeden Fall die Daumen drücken, dass ihr, falls ihr euch da selber noch beteiligen wollt an diesen diesen Marktaktivitäten, dass es euch zu Ruhm und Ehre und natürlich zu Reichtum Unermesslichen führt. Das wäre natürlich klasse. Ansonsten euch ein schönes Wochenende und einen erholsamen Ausklang vorher noch.